Guten Morgen, Germanien. Heute ist der 10. September 2012, Montag. Mittlerweile um 9 Uhr und, ne Quatsch, 10 Uhr und 16 Minuten. Grad gemessen bei dieser schönen Sonne 6,1 UVI. Temperatur ist nicht allzu hoch, hält sich so bei 16, 17 Grad. Was aber interessant ist, ich stehe hier von einem Luzernenfeld. Das ist mir gerade heute erst richtig schön aufgefallen, nach den letzten zwei Sprühtagen. So, das Ding ist eigentlich tot. Ich habe Fotos gemacht, ich zeige es euch mal kurz im Film. Wie scharf, den kann ich nicht. Wieder mal, wie ich schon mal gezeigt habe, tot. Schlagartig auf ein, zwei Tage, das Luzernenfeld tot. Ich weiß noch nicht, wie der Landwirt darauf reagieren wird. Aber groß begeistert wird er aber sicherlich nicht sein, wenn man sich das hier anschaut. Wenn ich noch näher ranzoome, wird es noch unschärfer. Wie gesagt, die Luzerne ist tot. Wir hatten keine Frostnächte laut Temperatur. Also so um die 8, 9, 10 Grad nachts, die letzten drei Nächte. Also kann es kein Frost gewesen sein. Jo, gehen wir zurück vom Luzernenfeld. Da hinten steht der Mais. Der ist noch nicht reif zum Ernten. Wenn man sich die Wetterlage anschaut, wird es eng. Wenn es wirklich so kalt werden soll, die nächsten zwei, drei Nächte. Was heute auffällig ist, ist sowas hier Extremo. Gestern Sprühen Extremo, heute Sonnenscheiß Extremo. Und in der Regel überall, wo du solche Dinger siehst, da oben, solche Fuseln, wie auch immer, haben fast alle Löcher. Löcher innen drinne. So wie in dem Film, hab Löcher am Himmel. So, das alles nur am Rande. Fahren wir mal die Runde rum. Schauen uns mal das Ganze an, da oben in der Sonne. Das ist auch noch so ein Teil. Mal gucken, ob ich mir hier rankriege, ohne dass ich geblendet werde. Haben alle irgendwie kreisrunde Spiralen oder Löcher drin, so wie das hier. Und teilweise auch kleine, direkte, als würdest du in der Wolke mit einer Nadel reinpieken. Nur eine größere Nadel halt. Und die ist richtig schön kreisrund, exakt geometrisch. Und sowas können die Winde da oben nicht veranstalten, nicht die natürlichen. Jo. Schauen wir mal weiter. Da hinten in den Süden. Wenn die Kamera scharf bleibt. Durch die Sonne und die Temperaturen flimmert es bei Zeiten heute. Weiß der Kuckuck wieso? Weil die Hitze ist eigentlich gar nicht gegeben. Wir sind nicht in der Wüste, wir haben keinen Hochsommer, wir haben keine 30 Grad im Schatten jetzt um die Uhrzeit. Ist nicht, aber es flimmert. Jo. Schaut relativ gut aus gegenüber den letzten zwei Tagen. Allerdings, wenn man das Ergebnis der letzten Versage sieht, und dann nochmals dieses Luzernenfeld, was Tierfutter ist, sieht das komplett so aus. Wenn man sich dann das hier anschaut, tja, ich würde es gerne im Labor untersucht haben wollen. Nur wer stellt sich dafür bereit? Ich hab keins. In diesem Sinne, mit diesem schmackhaften Foto dort und der wahren Begebenheit, wie es tatsächlich Natur ausschaut, wie schnell sowas hier kaputt ging dann überall. Flächendeckend. Nicht das einzige Laternenfeld. Jo, ich würde sagen, euch einen schönen Tag.